Meine Damen und Herren, der vorletzte Kampf des heutigen Abends ergeht auch bis 82 Kilo Kampfgewicht. Begrüßen Sie mit mir aus der blauen Ecke, er kommt von der Gang aus Meggersheim. Herzlich willkommen, Wassily Gebel! Einen Riesenapplaus für Wassily! Auch Wassily hat einen Gegner. Der Gegner kommt aus der roten Ecke. Er kommt von der Oyakata Kampfsport Akademie. Herzlich willkommen, Vincent Ludwig! Enter Ludwig, what are them? Sparka, that's the architect, a fist up, real bad man around here. Tell him soon to wrap up on the lip up and a chat up, what are them? Ein Riesenapplaus für Vincent Ludwig! Meine Damen und Herren, in der blauen Ecke, mit einem Alter von 32 Jahren, ein Kampfgewicht von 81 Kilo, 41 Kämpfe, 23 gewonnen, 20 verloren und 3 unentschieden. Sein Trainer ist Jürgen Schneider. Der Kämpfer kommt aus der Gang aus Meggersheim. Herzlich willkommen, Wassily Gebel! In der roten Ecke mit einem Alter von 30 Jahren, ein Gewicht von 82 Kilo, 33 Kämpfe, davon 23 gewonnen, 8 verloren, 2 unentschieden. Sein Trainer ist heute der Christoph Seidfeld. Er kommt von der Oyakata Kampfsportakademie. Herzlich willkommen, Vincent Ludwig! Jungs, saures Kämon. Wenn ich Stopp sage, ich Stopp. Wenn ich Break sage, geht ihr beide einen Schritt zurück. Ihr kämpft ohne Kommando weiter. Niederschlag, Verletzung, neutrale Ecke. Okay? Shake hands. Ingolstadt, seid ihr dabei? Auf geht's!
Was für eine Stimmung! Weiter so, Jungs! Weiter so, liebes Publikum! Ingolstadt, seid ihr noch da? Wir gehen in die zweite Runde von 3x2 Minuten Kampfgewicht bis 82 Kilo. In der einen Ecke Vincent, in der anderen Ecke haben wir Vasili. Ingolstadt, ihr seid der Wahnsinn, weiter so, kommt, feuert sie uns an, was für ein Kampf. Wir gehen in die dritte Runde, in die letzte Runde von 2 Minuten und dann entscheidet sich, wer sich hier den Kampfgewinn holt. Nochmal ein Applaus an unser Nummerngirl von Francesca Braut Boutique, nicht Braut. Komm, Ingolstadt, seid ihr noch da?
Wow, was für ein Kampf! Selten habe ich so einen Kampf gesehen, der so viel Spaß gemacht hat und der so viel Respekt beinhaltet hat. Also Jungs, wirklich, was ihr da gemacht habt, euch angelächelt, ihr habt Spaß gehabt, ihr habt gekämpft, ihr habt Respekt gehabt. Was für ein geiler Kampf. Ingolstadt, was sagt ihr dazu? Wow, wow, wow. Ihr habt euch echt nichts geschenkt. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin wirklich gespannt auf das Ergebnis. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, wir kommen zur Urteilsverkündung. Es ist ein einstimmiger Sieg. Sieger dieser Klasse ist aus der Roten Ecke Vincent Ludwig, euer Kata Kampfsportakademie. Wow! Und das nach so viel Vorbereitung, so viel Arbeit. Der Junge hat heute Nacht nur 5 Stunden geschlafen und gibt so eine Leistung von sich. Alle Achtung, auch vom Gegner Respekt. Vincent, Wahnsinn. Sehr geil. Was ein Kampf, ich habe immer noch Gänsehaut. So geil. Meine Damen und Herren, nochmal einen Riesenapplaus für diese 2 tollen Kämpfer! Vincent! Also, wirklich, der Respekt, den du deinem Gegner gegeben hast, den Spaß, den ihr gehabt habt im Ring, ich weiß, du bist kaputt. Du hast hier jeden Tag seit Wochen bis in die Nacht gearbeitet. Ich habe dir heute Nacht noch um 2 Uhr eine SMS geschrieben, ich brauche das. Du hast geantwortet. Heute früh um 7 bekomme ich eine Nachricht von dir, das und das. Also nach 5 Stunden Schlaf, so eine Leistung. Also meine Damen und Herren, Riesenrespekt. Vielen, vielen Dank. Okay, ich habe den Vincent erwischt. Okay, das ist 2 Sieg für dich. Erster Sieg ist, dass du diese Veranstaltung so gut organisiert hast. Zweiter Sieg, dass du deinen Sieg. Okay, vielen Dank. Vincent! So, nochmal einen Riesenapplaus für Vincent Ludwig. Vielen, vielen Dank!